Neulich fragte mich meine Enkeltochter, wohin die Hunde kommen, wenn sie gestorben sind. Auslöser war der Tod eines Hundes aus der Familie, den sie sehr mochte. Nun war ich etwas perplex bei dieser Frage, denn gemeinhin hält sich ja der Glaube, dass die Hunde in den Hundehimmel kommen. Noch bevor auch ich ihr diese triviale Standardantwort zukommen lassen konnte, kam mir, Gott sei Dank, die Eingebung, sie selbst erleben zu lassen, wo sie nun die Gegenwart des verstorbenen Hundes am meisten spüre. Das schien mir, auch in Anbetracht ihrer anschließend positiven Reaktion, dann doch das geeignetere zu sein. Aber so sind wir Menschen eben. Wir müssen alles in Kästchen packen, um es zu verstehen. Und jedes Kästchen hat dann seine eigene Weltanschauung. So gibt es den Himmel für die Hunde, den für die Katzen und schließlich den für alle anderen Tiere. Und bei den Menschen ist es da vielleicht anders? Nein, keineswegs. Da gibt es den Himmel für die Katholiken, den Himmel für die Protestanten, die Buddhisten, die Muslime und so weiter. Jeder bzw. jede Religion hat einen eigenen Glauben von dem, wie es sich im Himmel oder gar in der vermeintlichen Hölle abspielen könnte. Jetzt haben diese symbolischen Kästchen ja eine besondere Eigenart, nämlich vier Wände, einen Boden und eine Decke. Und alles, was sich darin befindet, ist die Welt, die wir Menschen, ungeachtet der Tatsache, welchen Glauben wir haben, zulassen. Und das ist völlig normal, denn wir können nur das denken und fühlen, wofür wir uns öffnen. Leider geht die Öffnung in einem solchen Kästchen nur bis zu diesen Wänden. Was sich dahinter verbirgt, können wir mit unserem gewöhnlichen Verstand nicht mehr erreichen. Tragisch dabei ist, dass der Glaube oder die Weltanschauung, die sich in diesem Kästchen entwickelt haben, für uns Menschen das Absolute, Unangreifbare und Unfehlbare repräsentieren. All jene aber, die in einem anderen Kästchen zu Hause sind und eine eigene Weltanschauung im Rahmen ihres Kästchens praktizieren, werden belächelt, abgelehnt oder sogar bekämpft. Dieses Kästchendenken beschränkt sich aber nicht nur auf Religion. Wir finden es auch in der Politik, in der Erziehung, dem Gesundheitswesen, der Wirtschaft, der Wissenschaft und last but not least in unserem eigenen Denken. Und je mehr Menschen sich in einem solchen einzelnen Kästchen befinden, desto größer wird ihr Absolutheitsanspruch. Wenn es sich also im Himmel so gespalten, einseitig, machthaberisch, besserwisserisch und eitel zutragen sollte, wie die Menschen es sich in ihren Kästchen vorstellen und wie sie es bereits auf Erden praktizieren, dann verzichte ich gerne, in einen solchen, von Menschen erdachten Ort nach meinem Ableben hinzukommen. Sie meinen, dann bleibt nur noch die Hölle übrig? Vielleicht, aber ist nicht auch die Hölle oder das anschließende Nichts ein Konstrukt eines solchen Kästchendenkens? Solange wir Menschen nicht bereit sind, über die Wände unseres Kästchens hinauszudenken und zu fühlen, solange wir all den Menschen in den anderen Kästchen nicht unsere Hände reichen und sie als gleichwertige und gleichberechtigte Schwestern und Brüder im Sinne der Menschlichkeit sehen, von denen wir uns gegenseitig inspirieren lassen könnten, so lange wird es wohl dieses Kästchendenken mit all den negativen Begleiterscheinungen geben. Und ob wir den Himmel jemals mit Anstrengung erreichen werden, zumindest dort, wo wir ihn vermuten, ist allemal eine ganz andere Frage. So soll einmal ein junger Mann einen alten Weisen gefragt haben, »Sagt mir doch, was muss ich tun, um den Himmel zu erreichen?« Da lächelte der Weise und sprach, »Wenn du den Himmel erreichen willst, musst du zwei Dinge wissen. Erstens, dass alle deine Bemühungen und dein Streben, ihn zu erreichen, vergeblich sind. Und zweitens, du musst handeln, als ob du das Erste nicht wüsstest.« Hören Sie nun die Geschichte, im Himmel geht's ganz anders zu. Dort könnte der Traum einer alten weisen Frau uns Aufschluss geben, wo der Himmel vielleicht tatsächlich zu finden ist.
Tief im Wald lebte einmal eine alte weiße Frau in einer kleinen, unscheinbaren, aber sehr wohnlichen Hütte. Wie lange sie dort schon lebte, wusste niemand so recht, denn es schien eine Ewigkeit zu sein. Nicht nur die Kinder kannten sie, sondern auch die Eltern, die Großeltern, und stellt euch vor, sogar die Urgroßeltern hatten sie noch gut in Erinnerung. Es schien, als ob die weiße Frau, auch wenn sie offenbar schon alt war, ewig jung blieb. Man erzählte sich von ihr, dass sie vielen Menschen half, die mit ihrem Leben nicht zurechtkamen. Nun war da ein Mann, der einen weisen Rat von ihr hören wollte. So machte er sich eines Tages auf den Weg, um die Alte in ihrer Hütte zu besuchen. Nach einer langen und nicht ganz unbeschwerten Wanderung durch den Wald gelangte er endlich an sein Ziel. Als ob die Alte bereits auf ihn gewartet hätte, stand sie auf der Schwelle ihrer Hütte und begrüßte ihn freundlich. Sie bat ihn herein, bot ihm einen Platz am Tisch an und bewirtete ihn mit Speis und Trank. Dann sprach sie: »Du warst lange unterwegs, hast einige Mühen auf dich genommen, um zu mir zu gelangen. Sage mir, was liegt dir so schwer auf dem Herzen, dass du solche Mühen auf dich nimmst?« »Ach«, sagte da der Mann, »verehrte weiße Frau, ich bin so unglücklich. Seit vielen Jahren versuche ich nun herauszufinden, ob es den Himmel wirklich gibt. Viele, die von einem himmlischen Paradies reden, meinen gleichzeitig, dass es auch eine Hölle gibt, in denen sich die menschlichen Seelen wiederfinden, die Zeit ihres Lebens nicht nach dem Himmel strebten. Sie sagen, dass nur diejenigen Anspruch auf einen Platz in den himmlischen Gefilden haben, die zu Lebzeiten fromm und tugendsam waren und sich nichts zu Schulden kommen ließen. Aber auch jene, die in ihren Äußerungen nichts von einer Hölle verlautbaren ließen, gehen indirekt von einer Hölle aus, da sie ja den Himmel als den einzig erstrebenswerten Ort ansehen, den es zu erreichen gilt. Denn wenn es einen Himmel gibt, muss es doch auch eine Hölle geben. Wo sonst sollten all die verirrten menschlichen Seelen hingelangen, die keinen Einlass im Himmel finden?« Die Alte achtete geduldig auf die Worte des Mannes und nach einer kleinen Zeit der inneren Einkehr sprach sie: »Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich einen sonderbaren Traum. Ich ging durch eine unsagbar schöne Landschaft mit saftigen Wiesen, prächtigen Bäumen, sanften Hügeln und den allerschönsten farbigen Blumen, die ich jemals zu Gesicht bekommen habe. Während ich so leicht und beschwingt und mit einer tiefen Glückseligkeit meinem Weg folgte, hörte ich nicht unweit eine Quelle plätschern. Ich trank von ihrem kristallklaren Wasser und fühlte mich danach noch himmlischer. Es war eine unbeschreibliche Wonne, an diesem Ort zu sein. Doch als ich mich nahe bei der Quelle ein wenig zur Ruhe setzte, gewahrte ich überall in diesem prächtigen Paradiesgarten kleine viereckige Häuschen aus dunklem, hartem Stein und dicken Mauern, die gar nicht in diese Harmonie passen wollten. Sie hatten wohl auch Fenster, die allerdings von innen mit schweren, dunklen Vorhängen zugezogen waren. All dies trübte meine Stimmung, da dieser Anblick ein befremdliches Unbehagen in mir hervorrief. Wie ich nun eine Weile so dasaß und alles beobachtete, kam doch plötzlich ein sonderbares, lichtvolles Wesen auf mich zu. Es war ähnlich wie ein Mensch gestaltet, und doch war es nicht von der Welt, die wir Menschen gemeinhin so kennen. Als dieses Wesen nun vor mir ganz nahe stand, hörte ich mit einem Male Worte, die unausgesprochen an mein Ohr drangen und von denen ich glaubte, dass sie von jenem Wesen kamen. So als ob es mein fragendes Staunen über diese eigentümlichen, ja beinahe furchterregenden Häuschen erkannt hatte, war die Bedeutung jener Worte folgende: »Wisse, du bist hier an einem Ort, den die Menschen Himmel nennen. Dieser Ort hier hat keine Grenzen, keine Zäune und auch keine Wände. Er ist unendlich groß, und kein Mensch kann sich diesen paradiesischen Zustand in seiner wahren Größe vorstellen. Man braucht ihn auch nicht zu suchen und noch weniger anzustreben, denn dieser Himmel ist so nah, dass ihn die meisten Menschen gar nicht erkennen, geschweige denn finden. Er befindet sich nämlich im Innersten eines jeden Menschen.«
Die einstmaligen Menschen, die nach ihrem irdischen Ableben in diesen versteinerten Häusern hier an diesem himmlischen Ort leben, glauben, dass diese Behausung bereits der Himmel sei. Sie sehen aber nur einen winzig kleinen Ausschnitt von dem, was nach ihrer Ansicht den Himmel ausmacht. Aber wie der Himmel wirklich ist, können sie nicht erfassen, da nur ihre eigene menschliche Vorstellung für sie real ist. Von diesen Häusern gibt es viele. Jedes hat gemäß der darin lebenden Seelen einen anderen Namen, mit dem sie feierlich darauf hinweisen, dass nur ihre Gemeinschaft mit diesem oder jenem Glauben das Heil gefunden habe und somit besser und gottergebener als die anderen sei. Gewiss, jedes dieser Häuser hat sowohl Fenster wie auch eine Türe. Wären die Seelen bereit, nur einmal den schweren Vorhang zu öffnen, der diese Fenster verdeckt, dann würden sie in eine unendlich weite und glückselig machende Dimension hinausblicken. All das, was sie bisher über den Himmel glaubten oder mitunter rechthaberisch mutmaßten, wäre nichts anderes als ein kleines Tröpfchen im Wasser der Weltmeere. Mit dieser Erkenntnis würde es auch nicht mehr lange dauern, und sie fänden die Türe in diesem versteinerten Haus. Die wiederum würde ihnen schließlich den Weg eröffnen, auf dem sie diese furchterregenden Häuser verlassen und sich aus ihrer zwanghaften Vorstellung gänzlich befreien könnten. Was sie dann erwartet, kann mit menschlichen Worten und Gefühlen jedoch nicht mehr beschrieben werden. Während die Alte dem Mann ihren Traum erzählte, wurden seine Augen immer ruhiger und sein vormals so aufgebrachtes Gemüt entspannte sich zusehends. Ja, es schien, als ob er plötzlich lächelte. Dieses Lächeln ließ vermuten, dass er aus der Schilderung der Alten eine große Erkenntnis gewonnen hatte. Er dankte ihr von Herzen für das Vertrauen, das sie ihm mit dem Erzählen ihres Traumes entgegengebracht hatte und die Weisheit, die er offenbarte. Dann verabschiedete er sich von ihr und machte sich wieder auf den Weg nach Hause. Ob es ihm gelingt, mit der neu gewonnenen Erkenntnis nun auch die Türe zu finden, die ihn aus seinem Häuschen mit den dicken Mauern hinausführt? Nun, wir wollen es hoffen. Schließlich ist der Himmel unendlich größer als das, was der menschliche Verstand sich jemals vorstellen kann.